Hey yo, Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Hier sieht man es, die Welle der Luca rollt so direkt auf uns zu. Hier drüben haben wir auch noch ein Schiff. Und ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt erstmal mit dem hier drauf. Ich kämpfe für Hati. Weil der muss ja auf Stufe 8 kommen. Damit wir dann den hier freigeschaltet bekommen und uns dann den hier gönnen können. Weil das ja unser Rekrutierungsgeneral ist. Von ihrem und vielleicht kann er verloren. Hier mal schon mal Stufe 7 machen. Ich denke zwar, dass er sich zurückzieht, aber mal gucken. Ich werde wir kriegen euch Unterstützung sprechen. Von da und von da. Ja, der zieht sich zurück. Marschiert, Männer! So, da kommen wir aber immer noch ran. Für Macht und das Ruhm. Das heißt, warte mal. Voran! Du gehst da mal ran. Wir müssen unbarmherzig sein. Aber warte mal, nee. Der kriegt doch hier das auch, wenn er nur bis hier geht. Dann komme ich mit ihm nämlich vielleicht wieder zurück, um Wagen zu rekrutieren. Die Straße verläuft eher so da lang. Dann gehen wir bis da. Und du übernimmst den Angriff. Alter, der kriegt hier sogar aus dem Ding noch Unterstützung. Greift entschlossen an! Na, haben wir die Luca mal so richtig eingekesselt hier? Er hat ja auch schon Verluste auf See erlitten. Das sieht man hier. Da sind so einige Einheiten angeschlagen. Ja, wir haben jede Menge Truppen. Vier verschiedene Armeen haben wir dabei. Das dürfte eigentlich eine ziemlich easy Nummer werden. Und da sind wir bereit, wieder den Luca hier aufs Maul zu geben. Wie wird das Wetter? Trocken und dann ein Sturm. Sturm wollt ihr doch haben, ne? Komm, wir nehmen das mal mit dem Sturm mit hier. Ja, unsere Verstärkungen müssten irgendwie von überall kommen. Bald nehmen Sie voran die Beine in die Hand. Ja, werden jetzt im Moment nur zwei angezeigt, aber ich denke mal, da kommen von irgendwo gleich zwei Einheiten. So, hier ein Stück zurück. Dann ist hier erstmal so ein richtig fettes Gebirge. Also wir müssten eigentlich eher hier so rumkommen. Ja, hier bei uns auf der anderen Seite ist das Gebirge halt auch. Ja, wir kommen von hier lang. Erstmal in eine Gruppe. Ist irgendwie schon Ende. So, hier erstmal bis da. Ihr Tod wird blutig sein! Uns kann niemand brechen! Und die drei etwas besseren Einheiten, die verstecken wir hier. General, kommt mal damit hin. Fürs Erste könnt ihr auch erstmal in eine Gruppe gehen. Schwerter! Wir haben alles aufgestellt und auf geht's! Gleich mal ein Päuschen. So, da fängt das Gebirge an. Dann geht mal so vor. Steinschleuder war dahinter. Das ist nicht der richtige General. Die stehen da. General dahin. Und erstmal weiter. So, hier stehen die Luca. Fernhalten! So, meine Truppen kommen so langsam mutig rein. Und wahrhaftig! Das ist alles nur Infanterie, ne? Rückt zusammen! Komm, hier nochmal rein. Blut so, ich glaube, er geht hier auch mehr oder weniger vor. Position einnehmen, Männer! Bedachtes Manöver! So, was haben wir hier noch? Da ist noch der nächste General gekommen. Ja, du kannst mal hier so mit vorlaufen.
Da ist Bewegung. Hier die Elite mal nach da. Da kommt dann unser einer General hinter. Position. Habt ihr nicht auch Fernkämpfer dabei? Ne, sieht nicht so aus. Dann kommt ihr auch in eine Gruppe. So, und stopp, denn seine scheiß Schleuderer, die schießen schon. Meine sicherlich noch nicht. Ne, die kommen noch nicht ran. Die so. Schleuderer dahin. Welcher ist denn jetzt der General, ey? Das ist der General. Ich würde mal sagen, den lassen wir lieber da. So, die sind schon auf dem Weg. Ja, mal dort in den Wald stellen. Kommst du dann irgendwann danach? Ich bin ganz ehrlich, das ist die Garnison, ey. Wie geht der jetzt ran? Feuert Steine auf sie, bis sie gut sind! Die geht da mal in den Wald rein. Gott, sind das viele Truppen. So, jetzt schießen meine. Komme ich denn an die Steinschleuderer schon ran? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Mal in zwei Gruppen aufteilen. Lala. Ihr geht auf die. Ihr geht auf die. Und weiter. Wir können sie mit Steinen eindecken. Infanterie näher ran, aber hier so eine kleine Lücke lassen. Ihr soll ruhig mal einen Gegenangriff machen, damit die hier von der Seite reinpreschen können. Jetzt kommt er auch in den Angriff rein. So, hier stellt er sich anscheinend. Dann stopp. Disch, Disch und Disch auf die. Ihr auf die. Das ist der General. Warte mal. So. Die stehen da. Presch ihr da gleich da von der Seite rein. Der Rest kann erstmal so stehen bleiben. Achtung! Endlich sehen wir, was wir bekämpfen. Wir spielen also Verstecken. Hab euch! Zwischen die Augen zielen! Bereit für den Kampf! Da, da von hinten ran. Mir nach, Männer! Ihr geht auf die Steinschleuderer. Ohne Zweifel! Ihr lauft auf den weiter. Weg machen. Ihr stellt euch da hin. Auf den ran. Weg machen! Der kommt schon den nächsten. Und ihr könnt komplett hier die Klappe zumachen. Mir nach, Männer! Da drauf. Rest ihren und Mut! Ihr da drauf. Niemals und aufgeben! Ihr da drauf. Da rein. Spürt unseren Zorn. Sterbt, ihr Narren.
schickt ihn in einen Hagelsturm. Dagegen, ihr geht auch nochmal mit auf die Schleuderer und ihr knallt da noch mit rein. Niemals aufgeben! Ich sehe euch jetzt, Schwächlinge! Ja, ich sehe euch auch. Nichts. Im Namen Khatis! Die haben schon nicht mehr viele. Bereit für den Kampf! Packen wir jetzt doch wieder in eine Gruppe, die da jetzt blinken schon. Dann schießt man auf die hier. Die sind geschlagen. Tötet sie alle! Komplett weg. Schwerter! Ja, die verfolgen hier Kämpf schon fleißig. Männer der Wellen! Schlag zu! Dürfte gleich vorbei sein. Und da ist der Sieg. So, das sind Luca. Die müssen wir natürlich irgendwie alle erwischen. So, ihr macht damit definitiv weiter. Dagegen, dagegen und ihr dagegen. Die sind schon fleißig am Verfolgen. Feuer frei aus. Nahkampf. Ihr lauft den hinterher. Ihr den. Wäre zu schön, wenn sich die Armee auflösen könnte. Und erstmal weiter. Komm hier, ihr habt auch noch Kapazitäten hier. Tötet sie alle! Da überall mit Russen! Hol euch der Tod! Auf sie! Hier kann der General nochmal die Tür zumachen. Burunkate war mit uns! Dann ist mehr oder weniger alles in Arbeit. Es ist hier bloß kein Durch, ey. Na, Räuber. Die hier läuft hier so ganz alleine rum. Gehen wir da drauf hier. Ja, jetzt habe ich sie endlich gegriffen bekommen. Das ist erledigt. Oh, er konnte sich doch schon wieder was lösen. Was für ein Scheiß, ey. Weg. Sehr schön. Alle auf die. So, da läuft nichts mehr. Hier müsste aber noch eine sein. Oder? Da habe ich doch noch eine Fahne gesehen. Da ist sie. So, was sind hier Schleuderer? Warte mal. Das ist eine Schleudereinheit. Die hier hat mehr mehr Leute noch. Da kann ich überall nichts mehr sehen. Ja, das ist immer noch nicht erledigt. Das ist erledigt. Oh, das wird mehr oder weniger quasi erledigt. Ist da denn wirklich noch irgendwo eine Einheit oder ist das hier jetzt geregelt? Ist geregelt. Und da ist es auch schon endlich vorbei. Ich denke mal, so viele Leute werden wir nicht verloren haben und beten, dass die Einheit sich auflöst. Und da hat er eben gegeben und die Einheit löst sich definitiv auf. Es kam schon die Meldung, dass hier 0 übrig geblieben sind. Da steht die 0. Hier könnten wir uns eigentlich mal wieder ein bisschen aufpullen, ne? Oh ja, da tut sich so einiges. Komm, dann nehmen wir mal wieder den. Beide haben sich auch weiterentwickelt, sehr schön. Die Klinge von Khati. Lalalala. So, da hatten wir noch den Unterhaltsbonus, den haben wir voll gemacht.
komm, dann gehen wir jetzt erstmal, bis er den hier voll hat, mit einer Nahkampfabwehr und dann gehen wir auf Angriff. Irgendwas bekommen. Oh, Bronzeharnisch und Beinschienen. Angriffsbonus plus 8 und Gewehrattribut Sturmkrieger. Für die Leibwächter. Ein Schild nicht. Eine Waffe auch nicht. Ein Reittier? Wir haben tatsächlich ein Reittier. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob wir es eben gerade bekommen haben, aber Elite-Kriegspferde-Streitwagen. Oh, 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 wie geil ist das denn? Der war doch mal ein Verwaltungsregister übrig. Ja, May, das ist doch super. Bin ich ganz ehrlich, das kannst du hier eigentlich haben. Iriati. Arbeiterschaftskosten. Da haben wir ja jetzt erstmal was zu tun. Wo ist Kurunta? Ich bin ja auch blöd. Ich kann das ja immer auch über die andere Regel, aber. Nee, ich warte mal. Wir machen erstmal den anderen Aufbruschen hier. Der hat sich auch weiterentwickelt. Die Klänge von Hati. Geht ja auch erstmal hier auf Unterhalt voll. So, aber jetzt auf Kurunta. Ist jetzt die Frage, ne? Diese Axt ist halt auch unheimlich geil. Ob ich dem überhaupt ein Reittier gebe? Allerdings hätte er auch den Bogen des Kurunta, ne? Also. Das ist halt wirklich schade, dass man diese Waffen nicht für andere benutzen kann. Und einen weiteren Bogen haben wir leider im Moment nicht. Ich check das mal aus. Achso, ich muss erst die Waffe wegnehmen. Kuruntas Bogen der Jagd. Ja, den darf er jetzt wegen, was war das? Wegen der Rüstung oder wegen... Nee, wegen dem Schild. Schild muss weg. So, Kuruntas Bogen der Jagd. Ist jetzt drin. Ja, warte mal, was macht die? Nahkampfangriff plus 3 und verursacht Angst. Sturmkrieger war, glaube ich, sowieso, ne? Ne, Nebelwandler haben wir. Ja, doch, da, Sturmkrieger. Angriffsbonus plus 8 ist natürlich nicht schlecht. Ich lasse ihm, glaube ich, trotzdem die schwere Bronzeplattenrüstung. Es sei denn, ich darf das mit dem Reittier nicht. Doch, das ist erlaubt. 80 Rüstung. Ändert sich auch damit nicht. Damit würde so ein bisschen mehr werden. Aha, Nahkampfangriff würde um 3 runtergehen. Das ist das Einzige, was weniger ist. Angriffsbonus würde nochmal nach oben gehen. Das ist auch echt blöde, ne? Dass der Nahkampfangriff nach unten geht, wenn der Angriffsbonus steigt. Nö, lass ich ihm das drin. So, Alavitzi. Kann jetzt ein Schild haben. Den kann er auch behalten. Hier gibt's nichts. Geht Nahkampfabwehr nach oben. Ach ne, warte mal, das ist unser Rekrutierer. Ah, er hat diesen Glücksharnisch.
Nö, dann können wir die neuen Sachen für den neuen General nehmen. Ist auch nicht schlecht. Ja, das mache ich so. Und ich hole mir jetzt auch einen. Nämlich hier drüben. General rekrutieren. Was haben wir da da? Also wir haben auf jeden Fall mit Sapu Hassa jemanden, der hier schon 3 hat. Materialistisch, umsichtig, respektvoll, kultiviert. Reicht mir. Hier ist schon feige drin. Hier ist respektlos und feige drin. Nö, wir nehmen den hier unten. Zack, die Klinge von Hati. Diesen Ort können wir verteidigen. So, dem können wir direkt mal den Sturmkrieger geben. Und dann können wir ihm noch 2 draufgeben. Dann gebe ich ihm gleich mal die beiden. Dann guck mal, ich habe sogar eine Rüstung für dich. Chill, glaube ich nicht, nee. Ich habe entweder den kleinen asiatischen Dolch, Nahkampfwaffe +3 und kräftige Schläge und Schaden gegen große Feinde beim gewöhnlichen Speer. Komm, kriegst du den Dolch? Da gibt's nichts, da gibt's nichts und hier gibt's auch nichts. So, den haben wir jetzt schon mal. Der kann dann auch hier die Einheiten mitnehmen. Alle werden erzittern. Ah, er kommt leider doch nicht mehr zurück. Ich hätte ja gehofft, dass er nochmal zurückkommt, um Wagen zu rekrutieren. So, die ich erlebe meine da. Abenteuer allein. Er kommt einen Tick weiter. Dann geh mal dahin. Mir nach. Und rekrutiere mir hier doch nochmal Speerträger. Um eurer Familien willen. Ich werde eine reiche Ernte einfahren. Bei meiner Ehre. Tja, die hätten jetzt zwar nochmal irgendwie Armeen tauschen können. Aber er kommt leider auch nicht mehr so weit. Wenn ich da hingehe, kann ich ihn noch in den Hinterhalt setzen. Über Land. Ah, nee, geht auch schon nicht mehr. War ein Tick zu weit. Scheiße. Also die kann keine in dem Zeit Bereich für Geschwätz. Angreifen. Niemand wagt es, meine Grenzen Bereich zu übertreten. Dann stellst du dich mal dahin. Das haben wir. Einen Hof müssen wir noch. Ach nee, unter da haben wir uns ja diese Göttern gibt es nur einen, dessen Zuspruch euch interessieren sollte. Genommen. Ah, und da ist schon wieder ein Komplott gegen uns. Ich weiß jetzt schon, von wem es kommt. Von dem da. Der muss vernichtet werden. Ja, und er ist weg. Das war bestimmt die Aktion, die wir mitgemacht haben. So, einen General haben wir noch. Ah, Korunta habe ich noch nicht bewegt. Großkönig Korunta. Tja, ich würde mal sagen, da unten noch Stress ist, komme ich mit dem auch erstmal wieder runter. Korunta kommt jetzt wieder runter. So, dann nimmst du dir den mit. Komm, dann geh doch mal an deinem eigenen Hört Schrein vorbei. An, wie ich euch gehört habe. So, da ist eine Straße und dann gehst du erstmal nach da. Korunta leitet mich. Scheiße. Ich mache euch mal kurz einen Cut. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Ja, da bin ich wieder. Hab jetzt mal gerade so ein bisschen hier den Monitor gedreht, weil ich schon wieder meine Tastatur zur Seite geschoben habe und eben gerade wieder auf dem Nummernblock versucht habe, mich zu bewegen. Ja, das funktioniert nicht. Den hat man schon. Von Hati. Also wir können Siedlungen verbessern, Außenposten bauen oder noch bauen. Ich gehe mal erstmal auf Produktion, ob wir irgendwas mit Produktion haben. Ja, da wäre Nahrung. Hier eher nicht.
da hätten wir was mit Holz. Und hier hätten wir auch nochmal was mit Holz. Mehr Holz ist gut. Den nehmen wir schon mal mit. Dann geht hier auch nichts mehr. Das ist nur Rekrutierung. Ja, dafür haben wir immer noch nicht genug Ressourcen. Was ist hier oben da? Bei der Goldsiedlung. Achso, stimmt. Das war noch gar nicht abgerissen. So, einen Außenposten haben wir einmal hier. Da würde ich doch mal sagen, dass wir hier eine Zwischenstation nehmen. Und schon können wir auch nichts mehr machen. Und können hier nochmal entspannt die Runde abschießen. Handeln? Nö, dafür habe ich zu wenig Ressourcen. Das, was da oben an Minus ist, das ist noch ganz in Ordnung. Und hier, wir stehen kurz davor, 200 Legitimation zu bekommen. Dann können wir endlich mit dem Annektieren anfangen, weil mir sind da schon so ein paar Dinger ins Auge gefallen, die ich mir gerne annektieren würde. So, Bay kommt nochmal rüber geschippert. Ist im Moment auch deutlich schwächer, wie wir gewertet. Aber nehmt auf straighten Kurs nach Zypern, allerdings hier auf diese Landzunge. So, Supeljuma haut erstmal wieder ab. Naja, gibt's Stress drüben, ne? Hast keinen Bock drauf, ne? Also der ist auf jeden Fall mindestens bis hier geschippert. Ankira will schon wieder irgendwas. Oh, hier Vasall werden. Das ist eine seiner Eigenschaften. Die hatte das hier, als dieser Absturz halt kam. Wie gesagt, da war es ungefähr dasselbe Feld, nur dass er mir nichts dafür geben wollte. Und er wollte auch, dass ich Vasall werde, aber es war alles grau. Du konntest hier nichts mehr irgendwo anklicken. Auch eben mit Escape bist du nicht rausgekommen. Du musstest den Taskmanager benutzen. Diesmal kommen wir hier zum Glück raus. Und da hatte ich das halt schon gesehen. Er hat gerne Vasallen. Und er denkt sich halt so, ne, mit Stärkerang 61. Er fragt mal Stärkerang 2, ob Stärkerang 2 nicht irgendwie Vasall werden möchte. Geht's noch, kann man dazu eigentlich nur sagen, oder? Nein, natürlich nicht. Wenn überhaupt andersrum. Das will der bestimmt gar nicht. Wenn der selber gerne Vasallen hat, dann will er bestimmt nicht gerne selbst Vasall werden. Ich habe in Rom auch teilweise so gespielt. Wer so dämliche Anfragen stellt, der wird angegriffen. So, jetzt sind sie beide da gelandet und ja, kommen beide an die Truppe nicht ran. So war es auch geplant. Was wollt ihr denn eigentlich hier? Man merkt es doch schon, dass ihr Angst vor uns habt. Wir brauchen stabilere Mauern. Sonst wärt ihr doch nicht hier extra so am Rand lang marschiert, damit man an euch nicht mehr rankommt. So, da ist auch schon wieder eine Einheit drin. Nee, ich wollte mal Der König kann halt auch marschieren, der Korunta, ne? Was ist neue? Neue Kräfte bedeutet, ein Monument ist fertig geworden. Ja, ja, wir haben jetzt, Charakterangelegenheit, immer noch ein. Das sind aber nur Eigenschaften. Einmal bei Iriati und einmal bei Dumata. Da würde ich doch mal sagen, da geht aber gleich mal bei Macht der Krone rein. So, das gibt's doch jetzt hier, oder? Gibt's das nicht? Doch da, erzwungene Annexion. Eine Fraktion mit bis zu einer Region kann annektiert werden. Ja, das möchte ich haben. Und dann können wir uns noch eine nehmen. Das hier ist, steigert vorübergehend die Ressourcenproduktion und Zufriedenheit einer ausgewählten Provinz.
pro Abklingzeit wird ein Kompetenzpunkt verfügbar, der bei einem beliebigen Charakter verwendet werden kann. Ah, dann kann man da einen draufgeben. Alle 12 Runden kann man irgendeinem Charakter einen Kompetenzpunkt geben. Das ist auch nicht schlecht. Inspiriert eine Armee, um sowohl ihre Kampffähigkeiten als auch ihren Nachschub zu erhöhen. Okay, das hatten wir ja. Nutzt eure Autorität, um eure eigenen Generäle mit wichtigen Hofpositionen zu bekleiden. Ihr könnt 2 der 5 Positionen im Hof besetzen. Da bin ich auch mehr Komplotten. Ich nehme diese Kompetenz hier. Alle 12 Runden kann ich da irgendjemandem einen Punkt geben. Das ist doch geil. Yes, Kompetenz genommen. Ich ganz ehrlich. Ich kämpfe für Hati. Ah ja, das ist jetzt hier ihr Nebenmann. Fertigkeitspunkte erhalten. Komm, dann machen wir hier deinen Unterhalt voll. Das ist schon mal nice. Diplomatie? Wo ist denn der hier? Mein Volk hat Vorrang. Kriege ich jetzt die Karte nicht mehr runter? Ich kämpfe für Hat. Da. Hati wird auferstehen. So, Laravanda ist nämlich eine Region und Purushanda ich auch. Ich werde in die Geschichte eingehen. Wir müssen unbarmherzig sein. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf die normale Karte. Ich will mal kurz gucken, wo die Provinz ist. Nämlich bei Laravanda, ne? Ja, genau. Dann annektieren wir natürlich die. Laravanda? Hati wird hier auferstehen. Was? Ich darf nicht? Erzwungene Annexion? Müsste das nicht normalerweise grün sein? Euer Eigensinn wird euer Untergang sein. Also irgendwie hat sich zu dem Vorgang jetzt Supiljuma gemeldet. Kann jetzt aber irgendwie nichts Negatives erstmal erkennen. Aber auf jeden Fall nennt sich durch das rein. Wir haben jetzt hier uns die Region erstmal geholt und das ist die mit der Provinzhauptstadt. Das war eine mit Holz, ne, oder? Ich habe für alles, was ich besitze, hart gearbeitet. Ja, ey, das ist doch schon mal schön. Da können wir hier mal gucken. Vor allem gehört das zu unserer Goldregion, ne? Jetzt sind wir hier auch auf plus 1. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Dann hat er diese einheimische Kaserne, die hat er schon auf volle Power ausgebaut. Dann hat er noch die Kriegskassen. Also wir müssten mal gucken, was es hier so für Einheiten gibt. Dann hat er hier noch die Getreidegefäße. Das hat er auch schon auf volle Power. Er hat auch das Hauptgebäude schon auf volle Power. Was hat er hier? Palast der Kommunikation. Gibt ja erstmal nochmal mehr Legitimation. Königliche Steuerverwaltung hat er. Da geht allerdings die Zufriedenheit runter. Was aber nicht schlimm ist, da will er plus einen machen. Und die Chirurgenpraxis hat er auch. Gibt es mehr Nachschub für die Einheiten? Das war mal eine tolle Runde, würde ich so sagen, ne? Und da würde ich mal sagen, ne, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal wieder einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich nicht verpassen wollt, dann wäre ein Abo gar nicht so schlecht für euch. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und ciao.